Mach deine Augen auf und sieh der Wahrheit ins Auge. Die Politik, sie kommt nicht an ihr, wo sich Menschen berauschen. Hallo Herr Beck. Guten Tag. Sind Sie schon gespannt auf den Track? Ich bin gespannt, ja. Na dann mal los. Ich erzähl von einer Szene, die der deutsche Staat verachtet. Neonazis werden laufen gelassen, anstatt verhaftet. Polizei, sie greift nicht ein, bald ist Nazi-Deutschland weg. Mach deine Augen lieber auf, denn der Staat schaut weg. Akten werden weggeschmissen von ungeklärten Fällen. Täter laufen frei herum und sitzen nicht in engen Zellen. Namens Deutschland, gucke der Gegend, brennen Plakate ab. Voller Hass, Angst, Wut, weil man morgen nichts zu essen hat. Rauschgift bringt dich hier raus oder auch nicht. Illegaler Besitz, ciao, weil du dann im Bau sitzt. Ich überlasse Ihnen einfach mal das erste Wort, Ihr spontaner Eindruck? Der junge Mann weist auf ein ganz wichtiges Problem hin, dass wir in vielen Städten Viertel haben, wo die Politik in den letzten Jahren zu wenig gemacht hat und nichts an der Verbesserung der Lebenssituation der Menschen getan hat. Und das beschreibt er relativ authentisch, wie es da aussieht und wie es da zugeht. Trotzdem ist seine Konsequenz falsch, zu sagen, deshalb hat es keinen Sinn, wählen zu gehen. Nee, dann muss man eben was anderes wählen, damit sich etwas ändert. Aber in seiner Situation, also so wie er sein Leben beschreibt, kennen Sie das Deutschland, das er beschreibt, überhaupt? Ich laufe über den Spielplatz, ich spritzen am Boden. Kinder wachsen auf zwischen Blaulicht und Drogen. Ja, ich meine, wir haben auch hier in Köln Viertel, wo man noch viel machen muss und wo man einfach merkt, dass die Kommunen kein Geld haben, um das Notwendige zu tun. Wir dürfen nicht zulassen, dass bestimmte Teile unserer Stadt nicht mehr lebenswert sind. Es gibt natürlich reiche Viertel und ärmere Viertel, aber auch in den ärmeren Vierteln muss die Infrastruktur stimmen, müssen die Leute das Gefühl haben, hier kümmert sich jemand und man muss sie auch anregen, sich mitzukümmern, weil alles kann die öffentliche Hand nicht machen, sondern es hängt auch immer von uns allen ab. Mach deine Augen auf und sieh der Wahrheit ins Auge. Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie sich auch schon öfter mit Rappern angelegt haben, unter anderem mit Bushido. Sie haben versucht, auch die Einreise von dem Reggae-Künstler Bounty Killer zu verhindern. Sie haben Kaiser verklagt wegen schwulenfeindlicher Texte. Wie stehen Sie überhaupt zum Thema Rap? Ist das für Sie ein zulässiges Medium, um eine politische Message zu artikulieren, so wie das jetzt auch Ibex und andere Jugendliche gemacht haben? Also ich denke, Rap ist eine gute Möglichkeit, um seinen Ärger und seine Lebenserfahrung auch abzubilden. Und dafür ist es für Jugendliche eine Chance, sich zu artikulieren. Was aber nicht okay ist, und das ist nicht okay, wenn es im Rap stattfindet oder wenn es ein Politiker macht, wenn man bestimmten Menschengruppen ihre Würde abspricht. Und meinen Sie, Ibex tut das am Ende mit seinen Stinkefingern gegen die Politiker? Das richtet sich ja schon auch gegen die Politik. Ja, ich finde, wir müssen da schon ein bisschen mehr aushalten, weil dass es da nicht besser aussieht als in seiner Lebensrealität. Dafür ist natürlich Politik verantwortlich, aber welche Politik gemacht wird, hat davor der Bürger und die Bürgerin vor der Wahlbox entschieden. Warum sollen wir wählen gehen, wenn am Ende sowieso die Gleichen wieder oben stehen? Und dieser Zorn sollte bloß am Ende vielleicht in irgendeine Aktion münden, dass man sagt, wir wollen hier bestimmte Sachen für unser Viertel und das erwarten wir von der Politik und wir wollen jetzt mal von euch wissen, warum das nicht gehen soll. Sieh der Wahrheit ins Auge. Sieh der Wahrheit ins Auge.